Von Solveig Bach: Mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Liebe. Was von all dem würde Menschen glücklicher machen? Das kommt ganz darauf an, denn mit dem Glück ist es kompliziert. Das weiß Bestseller-Autor Rolf Doppelli nur zu gut und hat trotzdem einige gute Ideen. Ein gutes Leben möchten die meisten führen, nur, was gehört eigentlich dazu und wie bekommt man das hin? Dabei gehen die Meinungen dann wieder schnell auseinander. Es ist eben eine Kunst, ein gutes Leben zu schaffen. Genauso hat der Schweizer Autor Rolf Doppelli auch seinen neuen Bestseller genannt, Die Kunst des guten Lebens. Doppelli hat darin einen Werkzeugkasten zusammengestellt, aus dem sich jeder nach Bedarf bedienen kann. Denn der Schlüssel zum Glück liegt bei jedem eben anderswo. Der eine neigt dazu, sich ständig Sorgen zu machen, der andere wird von Neid auf alles und jeden zerfressen, der dritte zerfließt vor Selbstmitleid, der nächste strebt nach immer mehr Geld und hofft damit auf mehr Glück. Der erfolgreiche Unternehmer Doppelli schlägt dabei den ganz großen Bogen von den philosophischen Ansätzen der Antike über Denkhaltungen von Value-Investoren bis zur modernen, psychologisch orientierten Glücksforschung und er verfolgt dabei keineswegs die Idee, dass alle einfach nur härter arbeiten oder kämpfen müssten, um am Ende glücklicher zu sein. Vielmehr fordert Doppelli seine Leser auf, sich bewusst zu machen, wie viel unserer Lebensumstände wir dem Zufall verdanken, und dementsprechend dankbarer zu sein. Viele erfolgreiche Menschen neigten dazu, sich ihren Erfolg mit ihren Talenten, ihrem guten Instinkt oder ihrem Fleiß zu erklären. Tatsächlich seien es aber häufig nur Glück und Zufälle, die dazu geführt hätten. Genauso zufällig reißen plötzlich Gräben auf dem Lebensweg auf oder erscheinen neue Hindernisse. Dann komme es darauf an, größere Dummheiten zu unterlassen und nicht zu viel Mist zu bauen. Überhaupt hält es Doppelli für fatal, nach ultimativer Glückseligkeit zu streben. Denn die gebe es nicht, sagt er und wählt dafür das Bild eines Flugzeugs. Die meisten Menschen glauben, ein Flugzeug nehme zu Beginn des Fluges die Zielkoordinaten auf und fliege dann schnurstracks dorthin. Tatsächlich könne man aber sehen, dass der Pilot während des Fluges ständig Korrekturen vornehmen müsse, um auf Kurs zu bleiben.